der Punkt, dass wir einfach sehen, dass wir auch Menschen haben, die mit einem politischen Mandat natürlich dabei sind, sich um dieses Thema zu kümmern. Wir können uns hier treffen, wir können uns solidarisch zeigen, aber es braucht einfach auch da an dieser Stelle Druck, damit wir genau das erreichen, wofür wir heute hier sind. Und genau, wir haben weitere UnterstützerInnen hier auf der Bühne. Wir machen mit dem Programm auch gleich weiter, wie es aussieht. Jawohl. Und zwar haben wir ganz viel Unterstützung erfahren von der Gesellschaft Kultur des Friedens. Die haben von Anfang an das Projekt unterstützt, haben selber auch, sind involviert in Projekte in Griechenland, wo es um die Flüchtlingshilfe geht. Und seit über 30 Jahren zeigen sie sich eben mit Friedensbewegungen, mit großen Aktionen und setzen sich dafür ein, dass Menschen in Frieden leben und dass Flüchtlingen geholfen wird. Wir haben ganz viel Unterstützung erfahren im Vorfeld und wir sind sehr froh, dass sie eben auch hier sind und auf die Bühne kommen. Ich höre gerade, Sarah ist am Telefon. Nadja spricht mit ihr. Okay, vielleicht ist es auch cool, wenn wir sie einfach telefonieren lassen. Ich meine, Nadja ist mehr als aufgeregt, hat das Ganze organisiert. Und schön ist, wenn Sarah jetzt weiß, dass wir hier sind und dafür einstehen, dass sie freikommt. Schreit mal ganz laut. Da, jetzt. Mal über Lautsprecher, ja, Sarah? You are on, you can talk now. Can everybody hear me? Guys, thank you so much. It's been unbelievable. It's insane what's going on. But I'm happy to be locked down, but all of you are united together. My friends, my family, the volunteers, and the refugee crisis is back in the spot. That's what I want. I just want to say thank you so much. Thank you, everybody, for just taking this time from your weekend life to go out to support me and Sean and Nathan. And at the end, I'm going to say you're not just supporting me, you're just supporting everyone who's working in the humanitarian. Thank you.